Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumis hier und uns mach Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, es wird mal wieder Zeit für ein Update. Das ist schon wieder bestimmt 2 Wochen her. Ungefähr seit das letzte Update, vielleicht sogar ein bisschen länger her. Ich weiß es nicht genau, ich schaue nicht so richtig genau nach, wie lange das Ganze her ist. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten, aber nicht so große Neuigkeiten eigentlich. Nee, keine sehr großen Neuigkeiten. Auf jeden Fall eine Neuigkeit, mein Laptop, mein Lieblingslaptop, den ich schon seit 2011 habe. Der ist ja, wie gesagt, wie beim letzten Update schon wieder auf Vordermann, und da wollte ich jetzt seit mindestens 3-4 Tagen oder so Windows 7 drauf installieren. Hat aber nicht geklappt, vor allem wenn man jetzt fragen würde, hey, warum Windows 7, warum nicht Windows 10, Alter? Windows 7 wird doch bald abgestellt vom Support auch sozusagen. Ich meine, hey, solange da noch Support ist, benutze es noch. Und ich glaube, im Januar oder Februar wird es da erst abgestellt. Das heißt, solange benutze ich es noch. Vielleicht noch ein bisschen länger, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich das eigentlich da drauf installiert, weil man da noch ein paar mehr ältere Spiele drauf zocken kann. Wie zum Beispiel das eine Spiel. Dark Earth. Ein altes Lieblingsspiel von mir vom Jahr 1987. Aber es funktioniert darauf nicht, weil das, was ich mir jetzt gebraucht geholt hatte letztes Mal, jetzt das Dark Earth, das ist eher die 32-Bit-Variante. Und die, wo ich vorher hatte, eine alte, war glaube ich 64-Bit-Variante, glaube ich. Keine Ahnung, aber ich werde mit der alten CD, die ich noch so habe, davon auch mal nachschauen, ob die dann wenigstens funktioniert. Wenn die funktioniert, dann muss noch das alte Dark Earth Update und sowas noch mit runterladen und alles, und ja. Gut. Was gibt es sonst Neues? Eigentlich nichts Großartiges. Hab mir eine WLAN-Karte geholt für meinen Laptop, weil ich gedacht habe, okay, die alte WLAN-Karte vom Laptop selber ist wahrscheinlich defekt und deswegen funktioniert das WLAN schon seit acht Jahren nicht. Und da habe ich mir gedacht gehabt, hey, hole ich mir eine neue WLAN-Karte. Die alte ausgebaut, die neue eingebaut, funktioniert immer noch nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, der WLAN-Schalter hier am Laptop ist anscheinend defekt. Deswegen funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, ich habe mir diese Karte umsonst geholt. Klar, man kann eigentlich wieder zurückschicken, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Hat halt nicht so viel Geld gekostet, also komm. So, und vielleicht kann ich ja doch irgendwann mal gebrauchen. Wer weiß. Auf jeden Fall gibt's das noch. Ich habe noch ein paar. Nicht nur ein paar. 50 DVD-Rs geholt. Von Amazon selbst. Das sind echt DVD-Rs, die Amazon selber entwickelt hat und rausgebracht hat. Weil da steht sogar selber Amazon Basic, glaube ich, drauf. Und ja, was mit dem Laptop angeht. Es hat erst nichts gebracht gehabt, Windows 7 auf einen USB-Stick zu installieren, auf dem Laptop, ne? Keine Ahnung, da war immer wieder so ein Fehler, also wenn man eigentlich da hinkommt, wo man die Festplatte löscht und dann irgendwie neu macht und so und dann eigentlich installieren will, kommt immer so ein Fehler auf. Und dann habe ich probiert gehabt mit einer gebrannten DVD-R, hat auch nicht so geklappt gehabt, weil der DVD-Laufwerk irgendwie das nicht richtig gelesen hat, keine Ahnung. Und es ist dann mit einer neueren DVD-R von Amazon dann drauf gebrannt habe und dann hier nochmal versucht habe, dann hat es auf einmal funktioniert.
Dann habe ich mir die alte DVD-R angeschaut gehabt und gemerkt, oh, zu viele Kratzer drauf. Tja, deswegen konnte er das Ganze auch nicht richtig lesen. Scheiße, war wirklich scheiße. Falls ihr jetzt auch euch irgendwie fragt, ey, er hat im letzten Update auch schon diesen Pullover angehabt. Der ist doch bestimmt schon 2 Wochen alt und voll dreckig und so. Uah. Nein, der ist sauber gewaschen. Den habe ich jetzt erst seit, glaube ich, 2, 3 Tagen an. Und bald kommt er sowieso in 2 Tagen oder so wieder in die Wäsche. Gut. Leute, das war's eigentlich schon, glaube ich, mit dem Update. Mehr habe ich, glaube ich, nicht so großartig noch was zu erzählen. Ah ja, stimmt noch mit den Mein Leben, die Story. Da werde ich noch demnächst noch nachschauen, ob irgendwelche neue Antworten dazugekommen sind. Wenn nicht, dann fange ich mal langsam mit an, ne? Und wie ihr auch gesehen habt, Let's Play. Fange ich auch wieder langsam mit an. Ist zwar wieder ein Netz-Akku-Test, klar, aber hey. Ich habe zwar nur Let's Plays von diesem einen Spiel, Larry, nur gesehen gehabt bis jetzt. Ich glaube bestimmt 3, 4 Let's Plays oder so, aber trotzdem wollte ich es selber mal mit euch zusammen antesten und das habe ich nun getan und ja, bin ich glücklich. Gut, ich bin raus. Bis dann, euer Kumsi21. Yeah!